Legt ihr eure Freunde mit Cola-Schleim rein? Entfernt ihr Kaugummi aus den Haaren? Oder tragt ihr einen speziellen Balsam auf die Lippen auf? Wofür benutzt ihr Cola? Seht euch lustige Cola-Lifehacks und streiche in unserem neuen Video an. Ein neues Rezept mit Cola. Ups, hier gibt es eine zusätzliche Zutat. Mein schwarzes iPhone. Aber die Cola hat die ganze Farbe verändert. Wow, das sieht ja noch besser aus. Mädels, ich habe eine Überraschung. Wir trinken jetzt alle Cola. Schaut mal, wie viele Geschmacksrichtungen es gibt. Wir probieren sie alle aus. Danke, Alex. Kannst du mir helfen, eine Dose zu öffnen? Ich will nicht, dass meine Nägel abbrechen. Klar, es ist, als ob das ganze Cola-Universum will, dass ich ihr jetzt einen Streich spiele. Ich öffne eine Dose für meine Freundin und füge zur Cola einen neuen Geschmack hinzu. Oh, danke. Lecker. Was ist das denn für eine Cola? Meine Zunge brennt. Ups. Oh, nächstes Mal brauche ich einen Feuerlöscher. Ha, hier ist deine Abkühlung, Alex. Von allen Smartphones ist der Akku leer. Und Alex ist der Einzige, der eine Powerbank hat. Versteck dich, Alex. Versteck dich. Eine Cola-Dose wäre jetzt super. Reib deine leere Cola-Dose auf Sandpapier, um die Oberseite zu entfernen. Befestig doppelseitiges Klebeband am Rand. Leg deine Powerbank und ein Ladekabel rein. Führt das Kabel dann durch das Loch. Hat jemand eine Powerbank? Hast du eine Powerbank? Leute, ich brauche eine Powerbank. Ich auch. Alex hat sich so angestrengt, aber er konnte seinen Schatz immer noch nicht verstecken. Gib mir deine Cola. Nein, ich will deine Cola. Ich will auch Cola. Die Jungs bereiten sich auf eine Party vor. Warte mal, gib mir dein Deo, damit mich die Mädels bemerken. Das ist das Axt-Deo aus den Werbespots. Aber leider funktioniert es nur bei Nerds. Das ist echt lustig. Alex, hör auf zu lachen. Hast du eine bessere Idee? Oh ja, siehst du? Ein Balsam mit Cola-Geschmack. Nehmt einen sauberen Balsambehälter auseinander. Beschichtet die Kappe mit Vaseline. Halbiert dann Coca-Cola-Fruchtgummis. Schmelzt sie in der Mikrowelle und gießt die Mischung nacheinander in die Kappe. Gießt zuerst die hellere Schicht ein. Schraubt dann das Gitter an. Und gießt die dunkle Schicht dann ein. Schließt den Behälter und lasst es aushärten. Der Cola-Balsam ist fertig. Färbt den Behälter mit Sprühfarbe. Fügt ein Coca-Cola-Logo mit weißer Acrylfarbe hinzu. Trag einfach den süßen Cola-Geschmack auf die Lippen auf. Und alle Mädchen im Wohnheim gehören dir. Jeder liebt Cola. Wow. Hi, Mädels. Hi. Ich möchte, dass meine Nägel süß aussehen. Kein Problem. Hier ist dein Kaffee. Oh, die Nageldesignerin hatte gerade eben noch keinen Bart. Das ist irgendwie verdächtig. Gib mir deine Hand, Miss. Ich habe eine Nagelmethode speziell für dich. Schneidet eine Mentos-Süßigkeit der Länge nach in zwei Hälften.
tragt essbaren Kleber auf die Hälfte auf und befestigt es am Kunstnagel. Hier sind deine perfekten Nägel. Hey, was soll das denn sein? Moment, ich bin noch nicht fertig. Für den letzten Schliff musst du die Nägel in ein spezielles Bad tauchen. Ein Cola-Bad. Hier, leg sie rein. Was soll das sein? Es ist mehr als nur ein Bad. Es ist ein Schaumbad. Diese Maniküre ist erfrischend, oder? Hey, was soll das? Bitte lächeln, du bist auf Sendung. Wir haben ein leckeres Mittagessen. Wir brauchen nur noch Cola. Bedienung, ich komme. Hier ist deine Cola, Alex. Misch Kleber, Gelwaschmittel, Coca-Cola-Aroma, Lebensmittelfarbe und eine Prise Backpulver. Stellt dann Schleim her. Gieß die Cola aus und leg den Schleim hinein. Mit dieser Cola stimmt was nicht. Die fließt nicht aus der Flasche. Hey Cola, komm raus! Ich muss meine ganze Kraft einsetzen. Ah, was ist das? Ein Außerirdischer? Gift? Oh, es ist Cola-Schleim. Ha, reingelegt! Das ist meine Rache für all deine Streiche. Schau mal, da drüben ist ein Nerd. Und jetzt ist sie ein Nerd mit einem Kaugummi im Haar. Hey, ihr benehmt euch wie Kinder. Hört auf damit. Es ist nicht einfach, Kaugummi aus den Haaren zu bekommen. Kopf hoch, ich helfe dir. Ich kenne ein Lifehack. Cola wird immer helfen. Gieß Cola auf den Kaugummi und ihr könnt den Kaugummi leicht entfernen. Siehst du? Der Kaugummi ist weg. Und hier folgt mein Racheplan. Nimm das, Alex. Wow, gut gezielt. Ich habe ein romantisches Date und habe endlich ein Mädchen eingeladen. Aber ich habe völlig vergessen, dass es hier so chaotisch aussieht. Oh, warte mal eine Sekunde. Ich werde schnell im Turbo-Modus aufräumen. Oh nein, das hört nie auf. Ich habe eine Idee. Ich werde Müll für meine Deko verwenden. Stecht eine Pinnnadel durch das gesamte Cola-Logo. Stecht auch Sterne auf die Dose. Poliert den Boden der Dose mit Sandpapier und entfernt den Boden. Stellt ein Teelicht in die Dose. Puh, fertig. Willkommen in meiner Männerhöhle. Hier ist es immer geheimnisvoll dunkel. Sie wird das Chaos eh nicht bemerken. Und meine Cola-Lampe erzeugt eine romantische Stimmung. Schau dir dieses tolle Mädchen an, mit dem ich gestern den Tag verbracht habe. Machst du Witze? Ich bin schon seit Jahren mit dir befreundet. Ich bin schon länger mit dir befreundet. Ich habe eine Geburtstagseinladung von ihr vor 10 Jahren erhalten. Gieß Cola auf einen Teller. Tauch deine Karte hinein und lass sie ein paar Minuten drin. Entfernt die Karte und legt sie auf eine ebene Fläche, damit sie vollständig trocknet. Taucht deinen Tassenboden in Cola und stellt die Tasse so auf die Ecke der Karte, damit die Tasse eine Spur hinterlässt. Tja, genug angegeben, Kumpel. Ich habe auch eine Einladung, aber zu ihrer 7. Geburtstagsfeier. 5. Vorschule. Dann lass uns diesen Kampf wie echte Männer beenden. Wer ist stärker? Hey Jungs, hört auf zu kämpfen. Ich finde euch beide toll. Wir können doch alle befreundet sein. Wie fandet ihr unsere Coca-Cola-Lifehacks und Streiche? Schreibt uns, was ihr gerne ausprobieren würdet. Würdet ihr eine Lampe herstellen, eine Chili-Cola geben oder ein Cola-Balsam auf eure Lippen auftragen?
Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst auch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.